wirst du dann mit Bayers connected. Weil da hast du ja auch ein paar Tracks. Shoutouts an Bayers. Ja. Haben letzte Woche erst ein Video gedreht für Sailor Moon. Checkt Sailor Moon. Bayers 3-1. Bist im Video. Normal, Bro. Geil. Das ist jetzt exclusive Story für dich, weil das hat eigentlich nie wer erfahren, was da eigentlich, bevor das zustande gekommen ist, passiert ist. Bears hatte mich angeschrieben auf Instagram. Er meinte so, yo Chris, ich fuck mit deinen Gitarre-Samples, ist hard, so ich will mit dir worken und so. Mhm. Ich so, okay. Hab mir so ein bisschen angehört, was er schon released hat. Ich so, okay, that boy crazy. So, like, seine Songs sind hard. Ich so, let's do it. Er hat ein fettes Studio gebucht in Berlin. Er so, okay, lass gleich 3 Tage Sesh machen am Stück, Digga. Hat sein Producer, ist aus Osteuropa, den hat er extra eingeflogen dafür. Sein Producer war dann hier, ich war hier als sein Live-Guitarist so, und er selber. Und Bears ist ein sehr krasser Künstler, wie er worked. Er kommt ins Studio, er hat schon einen richtigen Plan, er hat schon die komplette Hook und so in seinem Kopf. Er singt dir so den Text vor, ohne Beat, ohne Melodie. Du hast genauso, du checkst, okay, so ein Vibe will er. Krass. Und dann ist er mit uns. Dann mache ich die Melo, ich höre mir an, was er singt. Ich mache eine Melo. Wir passen es an, wir geben es Producer, er macht on the spot den Beat. So, das war das erste Mal, wo weißt du, der Producer heißt? Baranov. Baranov. Check Baranov, sehr, sehr krasser Producer, Digga. Macht alle Beats von Bears, teilweise zusammen mit seinem Engineer Jaden. Shoutouts an Jaden. Crazy Kid, Bro, der ist 19 oder so, Digga, und geht crazy, Digga. Like, das heißt, ihr habt in Real Life begonnen zu worken. Eigentlich auch meistens mit den Leuten, mit denen du workst, oder? Fast alle so, Bro. Das ist das Ding. Zurzeit, die meisten schicken ja so Samples hin und her. Und klar, ist ja auch geil, weil verschiedene Städte und so. Und du willst mit dem worken, wohnst nicht zusammen. Aber bei mir hat es sich glücklicherweise mit fast allen ergeben, organisch on the spot zu worken. Ja, man. Ist auch geil so, weil du hast direkt so diese Energy im Raum. So, okay, ich bin jetzt mit der Person und ich check gleich, was sie will. Zum Beispiel Bayers. Ein Song, was wir am ersten Abend gemacht haben, der heißt Wach. Digga, der hat 15 Millionen Streams und irgendwie 10 Millionen Aufrufe aufs Video und so. Der Beat, der ganze Song ist an dem Tag entstanden, Digga. So, like. Krass. So crazy. Aber was ich gerade sagen will, Bro, ich hätte fast reingeschissen und Bears eigentlich nie kennengelernt, Digga. Ich habe einen Tag, bevor Studio-Session war, war ich auf so einer Hausparty, auf so einer Techno-Party und bin ultra des Todes abgestürzt. Wir hatten Session am nächsten um 13 Uhr. Ich bin irgendwie um 10 Uhr nach Hause gekommen. War übelst komplett faded, hab mies gekotzt, Digga. Es war so 2 Stunden vor der Session, Digga. Ich so, ich schaff's nicht, sag's ab. Und irgendwas in meinem Kopf war dann so, Digga. Geh jetzt fucking duschen, trink 10 Kaffee, du Motherfucker. Beweg deinen scheiß Arsch hin, weil der Typ ist krass und wir können geil worken und so. Safe. Ich bin da hingekommen, übelst nervous, weil ich war cracked out und so. Aber er ist halt übelst der angenehme Mensch. Er war gleich so, hey Bro, was willst du trinken, was willst du essen? Ich bestell gleich Essen und so, lass schön einen chilligen Vibe machen und so. Er kümmert sich wirklich sehr, sehr krass um die Artists, mit denen er worked. Und hat auch einen sehr krassen Vibe. Deswegen shoutouts an Bears. So diese ganze Nervosität war auch instantly back, Digga. Und wir konnten sofort geil worken. Worked ihr immer zusammen, also im gleichen Raum, wenn ihr Songs macht? Jetzt gerade nicht ganz so viel, aber so von den Songs, die released sind, also so 6-7 Songs von denen, ich glaube sogar sind noch mehr, also 6-7 Songs, die released sind, haben wir die Hälfte davon zusammen im Studio gemacht. So. Geil, Mann. Manchmal schickt er mir auch einfach eine Idee. Er schickt mir dann auch nur die Vocals. Ja, so, mach irgendwas. Ich so, okay, der one. So, und dann knall ich einfach eine crazy Beat. Er schickt dir a cappella oder was? Ja, er schickt mir a cappella. Okay, immer eigentlich. Wenn. Wirklich? Das letzte, dieses, wie heißt der Song? Das war, er hat jetzt vor Sailor Moon einen Song gedroppt. Ich glaube, der ist sogar Sterne. Sterne leuchten, aber keiner so wie du. Da hat er mir auch nur das A cappella gegeben. Ich so, okay, I already know what I'm doing. So, like, und hat mir so ein crazy Melo gemacht. Boom. Release. Geil, Mann. Schau jetzt mal was. Und wenn du so Packs machst, was ist deine Inspiration für die Melodien? Bro, mein Life, um ehrlich zu sein. So alles, was ich erlebe, was mir passiert. Das Ding ist, die Frage bekomme ich jetzt immer öfter, so, weil ich glaube, die Leute wundern sich, weil es halt so ein immenser Output ist, so viele Melos. Das Ding ist, es sind so viele krasse Sachen passiert die letzten Jahre. So, wenn ich Samples mache, ich setze mich hin, genauso wie wir jetzt, ich setze mich hin, ich mache Kopfhörer drauf, ich mache irgendein Tempo ins Metronom, einfach, ich mache so 150. Dann spiele ich einfach irgendwas. Ich spiele einfach irgendeine Melo.
mache meistens eine so eine Grundmelo. Das können wir, by the way, als Joke mal für ein Video machen. So, okay, 5 Minuten Sample Challenge mit Chris Shea. Ich mache dir 3 Samples. So, like. Okay, krass. Da mache ich so eine Grundmelo, das ist so ein bisschen wie der Bass, das settet so den Vibe. Und dann höre ich das. Und was so die Melos crazy macht, ich mache immer auf die Grundmelo 2 Harmony-Melos, aber in verschiedenen Tonlagen, das dann so ineinander greift. Und die mache ich basierend auf der Hauptmelo. Dass das Sample dann so weitergeht. Genau. Weil dann, das ist Lazy-Ass Producers, so das macht natürlich für die Sinn, weil die nehmen dann den die Grundmelo zum Beispiel für eine Pre-Hook oder für einen Verse und für die Hook ziehen sie dann alle Spuren rein, so in der Type Shit. Und das ist halt einfach cool, weil du kannst halt mit dem Sample worken, du kannst es halt so choppen, dass du es für den ganzen Song benutzen kannst. So. Und wie entscheidest du, was du rausschickst und was du selber benutzt? Bro, ich benutze meine Samples gar nicht, Digga. Was? Null. Okay, wieso nicht? Denkst du nicht manchmal, du hast so eine Melodie drauf oder so, wo du drauf rappen willst jetzt oder so ein Bro, Shit? Bei fast jeder, aber ich habe einfach keinen Bock. Okay. Das Ding ist, ich finde es cool so, aber ich war viel mehr obsessed mit den ganzen elektronischen Sounds so. Das Ding ist, du weißt, ich fuck hard mit John Messer, so John ist ein diehard Bro von mir, so wir kommen so ein bisschen aus dieser Techno-Welt. Ja. Ich war so viel auch auf Techno-Fine und Elektro auf Club, das ist das, wo get me turned, so. Deswegen sind meine Beats auch immer nur mit so Synthes, weil ich finde es einfach geiler. Okay. Aber dafür blame ich auch Leute, du bist zu dumm, du hast die hartesten Gitarren, du rappst nicht drauf. Ich sehe, okay, I don't care, ich hab keinen Bock, Digga. Ah, du feierst selber nicht so zum drauf rappen. Nee, Bro, ich rap lieber auf schlechte Techno-Beats, die ich selber produziere, weil es macht mir Spaß, Digga. Mit was produzierst du? Logic. Logic 10. Apple oder was? Ja. Okay, geil. Logic 10, genauso wie Ronnie J zum Beispiel. Der Ronnie J auch? Logic 10, ja. Wirklich, okay, weil fast jeder ist FL Studio heutzutage, gell? Fast alle. Shoutouts an FL Studio, so, ist auch hart. Aber ich glaube, zum Samples recorden kann Logic vielleicht sogar geiler sein. Es ist ganz nice, weil es halt so ein bisschen, wenn du angefangen hast, so mit Band-Shit, es, glaube ich, kommt den Leuten so ein bisschen entgegen, die so bandmäßig schon mal gearbeitet haben, von der Aufmachung, so wie du es bedienst, so wie du die ganzen Plugins benutzt. So deswegen, Logic war für mich so ein richtiger Segen, weil in dem Moment, wo ich es erstmal geöffnet habe, war ich so, okay, I fuck with that shit, so I know what to do here. Deswegen, that shit hard as fuck. Machst du öfters so, dass du versuchst, so, keine Ahnung, einen Monat lang sober zu sein oder sowas, um dich selber zu checken. Weil ich zum Beispiel, ich wollte probieren, 2020, no drugs, no sex, 2020, weißt du? Boah, weißt Bro, du, wieso? That's so hard. Ja, weißt du, weil ich wollte nur am Work denken und sowas, weißt du? Ich wollte keine anderen Gedanken im Kopf haben. Bro, das ist ein bisschen Widerspruch in sich, weil ich locke jetzt ja auch so, du ziehst auch Inspiration aus Sex und Drugs, so like. True, aber ich meinte, ich wollte damals mit Tiet Vienna durchziehen, weißt du, ich meine nur diese... Bro, du ziehst eh durch, you lit, bro, like. Aber ey, ja, ich weiß, was du meinst, man muss halt, und okay, da gebe ich dir 1000% recht, so, man muss sich manchmal zwingen, focused zu sein. Und dann ist es besser, wenn du gerade nicht on drugs bist oder nicht mit so 10 Girls am Schreiben bist und sagst, okay, fuck it, ich zum Beispiel mit Dates oder so, dass du sagst, okay, ich date jetzt 3 Wochen niemanden oder einen Monat, ich date niemanden. Und in der Zeit, wo ich aber jemanden daten würde, setze ich mich hin und schneide ein Video oder so. Oder mache ein Beat zum Beispiel. Nee. Natürlich bringt dir das was. So, like, jeden Effort, den du reinsteckst, macht sich irgendwo bezahlt. Auch wenn es nicht gleich passiert. So, like, das ist auch der Film mit so jungen Künstlern, die teilweise, die haben einfach zu wenig Geduld, Digga. Wenn du hart genug grindest, es ist unmöglich, dass nichts passiert. Wenn du krass bist und du wirst krass, wenn du viel machst, dann passiert was, Digga. Aber du musst halt am Ball bleiben. Wie lange hast du gebraucht mit den Samples bis zum ersten Mal, was passiert? Das ist ziemlich schnell bei dir, oder? In dem Fall ziemlich schnell, glaube ich, war aber auch ein bisschen einfach für mich so, weil ich halt schon ein paar Jahre in der Band gespielt habe. Ich hatte halt ein paar Jahre Banderfahrung, deswegen waren meine Guitar-Skills halt schon relativ lit. Und dann hatte ich halt schon so nach einem Jahr, nicht mal einem Jahr, halben Jahr ein Placement, so mit Indigo und Time. In der Band habt ihr ja eigene Songs gemacht? Nur eigene Songs, ja. Okay, krass. Und wart ihr da erfolgreich ein bisschen? Habt ihr so? Semi. Also das war jetzt nicht so big success. So, es war cool. Mhm. Wir hatten auch eine kleine Tour, so in Osteuropa. So. Osteuropa, so, ja, nicht nur Bro. Deutschland. Es war hard, Digga. Ich glaube, bei Bands ist es anders. So. Du kannst eher touren in fucking Ländern, die nicht Deutsch sprechen. Aber besonders ist auch, hast du auf Englisch gesungen? Ja. Hast du gesungen in der Band? Nah, Bro, I was Guitar, Bro. Okay. aber du hast recht, Digga, die sind halt...
so für englische Mucke zum Beispiel, wir hatten halt Gigs in Polen, in Bulgarien, in Slowenien und so. Boah, krass, eine Band aus Deutschland, die Englisch singt und so, die sind hooked, die haben da Bock drauf und okay, so. Okay. Underground. Das sind genauso Leute wie wir im Endeffekt. Schau mal, wie wir bei, als Beispiel so abgehen, wenn irgendwas aus dem Underground ist und neu und geil. Das sind also wie als wenn gerade X rausgekommen wäre, so, oh, shit, so, ich will wissen, was da los und so und that type shit. Deswegen, ich check schon, warum die Leute damit fucken einfach. Das heißt, du warst schon mega früh eigentlich auf Trap. Wenn du sagst, mit Gucci Mane damals und was weiß ich. Schon early. Auf jeden Fall. Und wann warst du, bist du jetzt hooked auf Trap, hörst du nur Trap oder du hast viel anderen Shit auch, aber ich meine. Sehr viel anderen Shit, Bro. Ich zeig dir mal schnell, Digga. Ich geb jetzt kurz mein Private Spotify Ding. Hier ist, geh einfach mal nur runter, das sind so meine Like-Songs, so. Wie viele Songs man da kennt oder nicht, so, I don't know. Okay. Da ist halt alles möglich dabei, dass so Anime, Piano-Themes, Rock-Songs, da ist ABBA dabei, so, weißt du, wie ich meine? So ABBA, Waterloo und so Type shit. Aber natürlich auch viel Trap. Und auch deine eigene Mucke. Und auch eigene Mucke, klar, safe, so. Like. Komm, mal vorne aufgerissen. Ja, Digga, viel, was ich auch kenne, auf jeden Fall. Bro, du bist eh der Goat, Digga, mit Underground, so, schau jetzt an dich. Bro. Ohne es zu krass dein Dick zu sacken, so, aber ich hab über Chan das gesehen und ich war auch so, du kennst sie aus den Comments, ich so, oh, Bro, No Jump aus Österreich, Digga, wie lit, Digga, so. Ich, Bro, ich feier das, weil das ist einfach, das tut der Culture gut, so. Das macht was für die ganze Trap-Welt, Digga. Lieber mach irgendwelche Kids Beats und rappen, producen, engineeren, bevor sie hier draußen auf der Straße sich Crystal ballern drauf. Auf jeden, Digga. Und dann, so. Wenn die dich sehen, denken die, okay, ich mach auch lieber was Cooles, wie einfach nur Drugs zu bauen. Und ich, Digga, mich hat das früher auch so inspiriert, wenn ich irgendwelche Interviews gesehen habe und ich dachte mir so, damn, so, ich kann das auch machen, weißt du? Auf Bro, safe, Alter. And you do it, so like. You saw it and you made it. Das ist das Beste. Ich geb dir nochmal ein Mic, weil ich nehme einen Drink jetzt hier raus. Ja, Bro, Bro, es gibt kein Interview von mir, wo ich nicht zwischendurch einen Drink hol, Digga. Was holst du dir, Bro? Ah, willst du auch noch einen, Digga? Nein, ich hab noch. Ich will gar nicht so viel saufen, Bro. Hey. Weil ich hatte gestern, weißt du, ich. Hi, du, ne, what's up? Diese lange Session, Alter, muss ein bisschen. Yes, Bro. Shoutouts, dass du heute überhaupt so fit bist, so like. Ja, nach Digga. Fucking die ganze Nacht durch. Haben wir so zwei Kaffee, ein Red Bull, Alter, dann geht's schon. Der way. Nochmal besonders Shoutouts an Neuköllnerin, Shoutouts an Haidu, dass wir heute den Podcast hier machen können. If you need exotic rare candy, pull up to the store, you know what's up already. Exotic guitar samples, pull up to the store. Exotic guitar melody plug, Digga, you know what's up.